drauf. Oh mein fucking Gott, Jesus Christus, ich hab mich so erschrocken, Alter. Land. Oh mein Gott, Digga, Rivi, du Dutten, Alter. Ich stehe gerade in-game vor einem Kaufland, du glaubst es nicht, ja, ne? Ja, ich hab's schon gesehen, ich hab's schon gesehen. Digga, ich hab sogar eine Pfandflasche, ich tue sie jetzt in den Automaten. Mann, Digga. Aber bitte nicht klauen. Gibt's einen Link, kennst, oder? Du kennst doch, du kennst doch Niklas Hennings, ne? Ja. Und der arbeitet ja im Saturn. Ja, im Experian. An der Kasse 5. Nein, arbeitet er nicht. Doch. Okay. So, und jetzt arbeitet er auch im Kaufland an Kasse 3. Das ist der beschissenste Insider jemals, Bro. Nein, das stimmt nicht. Doch. Wenn er in Counter-Strike nicht trifft, schreien alle Kasse 5, bitte komm. Also ziemlich oft. Das ist doch der Hammer, oder nicht? Bruder, das ist doch der Hammer. Wie alt bist du, 40? Wie, warum denn? Ich darf doch mal, weißt du, warum darf ich denn nicht so reden? Wie alt bist du? 26. Du? 19. Bro, Realtor, du siehst aus wie 15, ne? Ja. Hat dir das schon mal jemand gesagt? Aber ist das gut oder schlecht jetzt? Also, aber so ein gut aussehender 15-Jähriger? Nee, das darf man nicht sagen. Noch mit Babyspeck im Gesicht. Ich weiß nicht, soll ich... Ich will... Nein, sag mir die Wahrheit. Sag, wie findest du, wie sehe ich aus? Sag die Wahrheit. Als wärst du gerade im Stimmbruch gekommen, würde ich sagen. Also, sehe ich so aus oder höre ich mich so an? Du siehst aus, als hättest du einen extrem kleinen Schwanz. Beides. Bro, das hast du jetzt gesagt. Ja, Jungs. Digga, ich war nicht gemutet. Leute. Ich habe gerade mit mir in meiner Kamera Reflexion gesprochen. Scheiße, Mann. Nee, aber danke dir. Du siehst auch toll aus. Nee, ganz ehrlich, gucken wir der Wahrheit ins Auge, Bro. Wir sehen alle drei scheiße aus, Leute. Aber Digga, wir sind scheiße witzig. Okay, wer ist objektiv der hübscheste von uns dreien? Bro, alles außer ich wäre gelogen. Ja. Ich hab zwar eine Zahnspange, ohne Mund. Aber wir sind zwei verschiedene Typen, das kann man nicht sagen. Ja, es gibt auch voll viele Frauen. Find's aber geil, dass wir uns einig sind, dass es Norex nicht ist. Warum schreibt keiner meinen Namen? Wir sind ja auch zwei verschiedene Typen, finde ich stark, wirklich sehr geil. Ja, das sehr Ding geil. Ist halt so, guck mal, bei dir, es gibt ja auch Frauen, die mit dir Sex haben, so, weißt du? Checkst du? Also ich check nicht, aber... Warte, was sag nochmal? Also es gibt ja auch Frauen, die dich irgendwie hot finden und so. Ja, yeah, I guess. Und es gibt Frauen anscheinend, die auch dich hot finden. Nein, wann hast du das letzte Mal abgespritzt? Heute. Ich auch, let's go. Nein. Congrats. Trimax spielt mit mir im Chat. Der schreibt die ganze Zeit Subs und ich schreibe ja. Wie mach ich das aus? Was? Super. Bro, das ist mit fucking... Passt es nicht, wenn ich mit den zwei Subs KI. Haben wir einen Deal, ja. Oh die mein KI Gott. Übernimmt, Digga. Ich schon verarscht. Digga. 200 Doppelkisten Dias für zwei Subs. Digga. Ja, Deal. Digga. Bro, die KI hat dich gefickt, Bro. Ja. Gefickt, Alter. Ich wurde verarscht. Ich muss das neu verhandeln. Ich muss 200 Doppelkisten für zwei Subs haben. Leute, ihr denkt, ihr habt mich verarscht. Das ist ein bisschen so ein Hashtag Freiheit Simon Unge Moment hier gerade. Du hast den Vertrag nicht gelesen. Ich schwöre, Jungs, holt mich da raus, Digga. Hashtag Bro, wir dachten alle im Jahr 2024, KI fickt uns, Digga. KI, das ist wirklich, also... Ich wurde so verarscht. Kann Max Gruppe kommen? Hallöchen, da ist ein kleines Missgeschick unterlaufen. Wie ist das Missgeschick? Also, ich habe halt eine Modifikation drin, die, wenn du Subs schreibst, ja schreibt. Und wir müssten den ganzen Deal nochmal neu verlagern und vielleicht nochmal neu aushandeln mit den zwei Subs und den 200 Kisten. Ist das möglich? Du hast ihn so outplayed, Max. Du hast ihn so outplayed. Also, so smart, Alter. No joke. Also wäre das möglich so? Solange der erste Deal mit dem Sand zustande kommt, ist es gut. Okay, zwei Doppelkisten Sand für 20 Subs. Hm? Okay, dann fange ich mal an zu farmen. Geil. Zu welchen Chords brauchst du die? Habe ich dir geschrieben. 4600 und 250. 250, okay, bekommst du. Wie schnell baust du die? Jetzt. 20 Minuten Zeit. Oh, ja, 20 ich wusste Minuten es, ich wusste es. Okay. 20 Minuten ist gut. Ey, lass mal einfach alle Revi muten. Yo, Digga, ich bin gerade in meiner Prime. Dann ist das actually eine geile Gruppe. Hä, warum? Digga, das ist kollektives Mobbing, Kevin. Also ist das jetzt ist scheiße, dass so, dass ich gemutet werde? Aber Norex können wir auch muten, finde ich auch cool. Hallo, warum denn? Wieso redet Norex wie Fabo? Was ist das denn? Ja, ich, Digga. Warum denn wie Fabo? Nein, ja, stimmt. Du hast wirklich. Ja genau ich finde, die gleiche Betonung. Alter. Nee, nein. Ich finde die Betonung ist eher wie Zabex. Nein. Wenn du Nein sagst. Hey, stopp.
So redet Fabo nicht. Okay. Nee, ich hänge sehr viel mit Fabo privat. Ja, ja, das ist mein Beileid, Bro. Tut mir leid, wir spielen oft Fortnite offstream, weißt du? Die ganze Scheiße. Ja. Offstream auch noch? Ja, wir verschwenden unsere Zeit. Wir sind beide Level 200 in Fortnite einfach privat gespielt. Also selbst das, holy shit. Das ist peinlich, chillst das hätte ich jetzt nicht so erzählt. Jeden Dienstag in der Poke Cave mit der Adverse Army und holst dir einen Booster für 900 Euro in Amerika und dann ist da nur eine Trainerkarte drin. Das klingt wie Chef Strobel. Das klingt für 900 Euro, wenn ich... Naja, also, wenn du da die Möglichkeit hast, mach doch, oder? Mit Glatze zwar scheiße aussehen, aber dass man sich mit ganz, ganz, ganz viel Anstrengung dran gewöhnen könnte. Boah, weiß ich nicht, Digga. Ey, halt deine Fresse, Kevin. Bro, warum? Ich glaube nicht, dass du mit Glatze fresh aussehen würdest. Oh Mann, Alter. Ich glaube aber auch nicht, dass du mit roten Haaren fresh aussehen. Boah, das war... Bro, das war ja, da habe ich ja eine Wette verloren. Bei dir sind es ja die richtigen Haare gerade. Ich fand aber... Weil du könntest, Elis, du würdest ja gerne ändern, aber du kannst nicht. Ich fand Elis pinke Haare schlimmer als deine roten. Ja, Facts, ich finde auch zu Eli passt es auch noch weniger. Ich habe das Gefühl, ich, bei mir könnte es könnte nochmal so eine Phase geben, wo ich selber irgendwie auf die Idee komme, sie rot zu machen. Ja, genau. Und bei Eli würde das niemals passieren. Arne, aber nur weil du so labil aussiehst, weil man denkt, er hat gerade so einen Britney Spears-Moment. Ja, genau. Das würde bei dir auch so. Also wenn du rote Haare machst, wäre es dasselbe. Stimmt. Natürlich, Bro, natürlich, klar. Könnte ich weil auch rote Haare rocken? Nein, auf keinen Fall, Bro. Oh Mann, Leute, warum denn nicht? Also, Bro, erstmal brauchst du dafür Haare, so. Okay. Und das ist bei dir halt ein Thema, das funktioniert schon mal nicht. Um rote Haare zu haben, brauchst du erstmal eins, Haare. Und, ja, da wird es dann halt schon, sag ich mal, eng. Ich mach mir eine rote Glatze, fick dich. Digga, das ist halt krass. Kannst du eine Glatze machen, die tätowiert dich einfach rot? Scheiße, Alter. Das wäre crazy. Das wäre mal was Neues. Ist das dumm. Du kannst dann auch mit Flying Uwe und Amar so einen Podcast machen. Glatzköpfig und stramm oder sowas, weißt du? So ein Podcast. Digga, glatzköpfig und stramm klingt so unfassbar rechts einfach. Digga, Digga, holy shit. Den Podcast gleich raus. Alter. Anderer Namen so. Der Name ist es noch nicht, Doc. Der Name ist es nicht, aber das Konzept wäre so. Drauf rum überlegen. Ja. Der redet so einmal die Woche über die neuesten Glatzentrends. So, jo, habt ihr gesehen? Mittlerweile trägt man Glatzkopf auch Mützen. Ja, ja, das habe ich auch gesehen. Mann, und dann redet ihr so darüber, wie scheiße es euch mit der Glatze geht. Digga, Glatzentrends, Bro. What the fuck, Alter. Da gibt's doch safe welche, oder? Weiß ich nicht. Ja, okay, glatzköpfig und stramm ist es nicht. Ja, verstehe. Glatzköpfig und stramm vor allen Dingen. Digga, stramm ist, klingt so rechts einfach. No nee, joke. Stramm ist, wenn man besoffen ist, oder? So, ja, ich bin stramm. Besoffen und rechts. Das liegt oft leider sehr nah beieinander. Scheiße. Ich kann dazu nichts sagen, sonst macht KuchenTV wieder 19 Tweets, Bro. Deswegen würde ich mich dann jetzt hier raushalten. Kevin will, dass alle nach Deutschland kommen. Das hat er gesagt. Er hat so gesagt, dass alle nach Deutschland kommen sollen. Ja, das hat Papa Platte seinem Stream mehrfach gesagt, ja. Kevin hat gesagt, lasst alle rein. Ja, das hat er gesagt. Wegen mir geht unser Land noch zugrunde, Leute. Passt ja, auf. Ja, das ist Kevin schuld. Er hat das gesagt, ja. Mann, Digga, chill mal. Das macht immer sowas auf einfach. Alleine auf wenn da nur so ein TikTok-Clip entsteht TikTok und die Leute darauf reagieren. Das ist krank. Junge, 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 wirklich. Also, also das ist auch immer so krass, wie unfassbar gut Leute meinen, sie wären gut darin, was zwischen den Zeilen zu lesen. Bro, legit, zwischen den Zeilen steht ganz fett. Zwischen oder zwischen? Und deine Mutter. Ja, zwischen, ja. Zwischen, ja. Zwischen, ja. In Zeilen steht ganz rechts, fick rechts und deine Mutter. Und dann sagen, ja, er ist, also er will, ja, er sagt ja damit. Bro, das habe ich nie gesagt, hä? Kevin und Amar Podcast. Der ist so krank. Jemand meinte, ich soll mit Amar einen Podcast machen. Was finde ich bis jetzt schon mal Quatsch. Und dann, wir sollen ihn nennen gut bestückt und braun gebrannt, Digga. What the fuck, Digga. What the fuck. Ja, ja. Aber du bist doch gar nicht braun. Ja, wollte ich auch gerade sagen, du bist voll der Brand. Also du bist ja ziemlich blass so. Ich würde schon sagen, doch. Oh, sorry, Bro, Alter. Also, Digga, du bist wirklich so Käsemann, Bro. Ja, ich habe so überall meinen Ton, ne? Ehrlich jetzt, also bei mir war mittlerweile das traurigste Sommer meines Lebens. Habe auch rausgehört, dass du einen 10-jährigen Sohn damit? Hast. Ich habe keinen 10-jährigen Sohn, Bro. Du glatzköpfig und stramm. Digga, glatzköpfig und stramm klingt so unfassbar rechts, Digga, einfach. Was meinst du mit der braunste Sommer deines Lebens? Erklär kurz, Max. Was hast du in diesem braunen Sommer so gemacht? Hast du dich eingestuhlt? Oh mein Gott, mit Leute. Mit welchen Leuten warst du vielleicht unterwegs? Oder warst du einfach viel in der Sonne? Warte, erklär. Mal, Hugo kommt hier und schreit. Hugo, warum kommst du nicht Discord? Digga, der fährt gleich so nach Hause, wenn er könnte. Oh,
Ey, was macht ihr hier? Chillen. Wir reden tatsächlich über Podcast-Ideen. Das eine bei einem Badezimmer. Und was für Podcast-Ideen habt ihr? Wie findest du den Podcast? Wie findest du, also, Revi, erklär du einfach. Ja, kein Ding. Erklär du einfach. Digga. Digga, scheiße. In meiner Hose ist, Digga. Ach, egal. Wir hatten folgende Idee. Max macht, wenn er die Latze hat, einen Podcast mit Amar. Und jetzt, pass auf, der Name vom Podcast. Der Name also wäre glatzköpfig und stramm. Klingt überrechts. Ja, habe ich auch gesagt. Ja, haben wir auch gesagt. Mach er nicht, glaube ich. Mach nicht, ja. Oder? Bisschen da mit dem Namen. Da müssen wir nochmal überlegen. Digga, dann werde ich auch meine Kreativagentur erstmal schließen jetzt. Weil ich habe da normalerweise eine... Ich habe extra mit ein paar... Ja, ich habe mit Kollegen aus Berlin so eine Kreativagentur gegründet für Startups und für Ideen für Podcasts. Das wäre unser erster Pitch gewesen. Machen die auch deine YouTube-Videos? Die machen nicht nur meine YouTube-Videos tatsächlich auch, sondern auch deine Mutter tatsächlich. Machen die auch, ja. Boah, geiler Konter. Digga. Geiler Konter. What the fuck? Einfach, deine Mutter macht voll viel Sinn. mit dem hab ich nicht gerechnet. Damn. Digga, stark, no joke. Passt auf jeden Fall auf. Digga, mach ich. Ist das Wort glatzköpfig das, was du rechts oder stramm? Oder die Kombination? Die Kombi ist sehr, sehr rechts. Also, glatzköpfig und stabil nicht. Ist auch scheiße, ne? Oh mein Gott, ja. Und okay, stabil, Digga. Glatzköpfig, okay, was ist mit glatzköpfig und weltoffen? Ja, das ist gut. Nein, das ist Ironie. Nein, das macht nicht so. Das ist Ironie. Können Leute mit Glatze nicht weltoffen sein, oder willst du jetzt sagen, Stegi? Hä? Und der nächste Stegi-Shitstorm. Oh nein. Seid die Lara L. Ja, Stegi nervt so. Ja, er hat Hugo getötet, ja. Oh Mann, Alter. Das Ironische ist, für Glatzkopf und Stramm würde ich auf TikTok nicht gehatet werden. Ja, gefeiert einfach. No joke. Das ist mein Comeback-Signature-Move. Ja, no joke. Leider true, Digga. Also wirklich, ich muss so oft bei TikTok, so interessiert mich nicht, weil TikTok immer wieder austestet, so, bist du nicht doch ein bisschen rechts? Dann kommt immer so ein Weird-Champ auf TikTok. Ich muss immer sagen, nein, will ich nicht, Digga. Und TikTok testet immer so. Ein bisschen rechts? Ein bisschen. Guck mal. Ja, guck mal, da geht doch was, oder? Und das ist immer so. Halt's Maul, Junge! Aber Kevin, ahnst du so, dass TikTok ist dann immer so, beim ersten Mal ist es so voll rechts und dann sagst du nein und dann wird in 2 Wochen nochmal so angetestet, ja, vielleicht ist jetzt ein bisschen slightly weniger. Ja, ich habe auch immer so, ich habe auch immer so Leute, die da so Livestreams, die dann so sind, suche Frau mit Bodycount 0, soll kochen und so, und dann haben die das so in ihre Notizen-App, haben die so reingeschrieben, was sie so für Perks suchen. Und Digga, das ist auch immer richtig unterirdisch, Digga. Das ist wirklich, also TikTok, no joke, was das angeht, mittlerweile richtig, richtig down bad, also wirklich. Ja, auch die Kommentare, also das Gruselige ist, da sind teilweise Kommentare mit so 5000 Likes, wo du dir so denkst, Bro, das ist die dümmste Meinung, die ich in meinem Leben je gesehen habe, heilige Scheiße. Ja, es gibt keine dummen Meinungen, Kevin, Meinungen muss man erstmal akzeptieren. Es war, immer wenn ich so auf so Frankfurt-Assi-Leute reagiere und dann lädt das irgendwie, reuploadet das irgendjemand auf TikTok, es ist nur so unfassbar rechte Scheiße in den Kommentaren, aber so viel, das sind so die 10 Top-Kommentare, ich kann es nicht wissen. Ja, das ist echt krass. Ich mach Podcast-Werbung drunter direkt.